Mein Thüringen lobe ich mir und Thüringen macht mich glücklich. Ja, die ersten 100 Tage kommen mir vor wie 10 Jahre intensiver Arbeit. Ich habe gar nicht das Gefühl, vor 100 Tagen hier angefangen zu haben, sondern ich bin mittendrin. Das ist auch gut so. Ja, einige Menschen haben mir gesagt, du bist doch verrückt, dieses Amt anzunehmen, sei es das Stuhl in Thüringen. Ja, also auf der einen Seite habe ich eine Herausforderung gesucht. Diese Herausforderung, die wurde mir angeboten. Dann habe ich mich beraten, auch in der Familie, ob das dann geht, weil das ja eine Veränderung mit sich bringt. Aber Politik ist mein Hobby. Politik macht mir Spaß. Ich mache das auch rund um die Uhr. Ich kann da gar nicht loslassen. Und als ich hier in Thüringen eingetaucht bin, im wahrsten Sinne des Wortes, habe ich viele engagierte Menschen kennengelernt, die mich motivieren. Und die Probleme, aber auch die Freuden, die da sind, geben mir die Kraft und auch die Motivation, weiterzumachen. Die Koalition hat ja ein neues Kita-Gesetz auf den Weg gebracht. Ab 2018 wird das letzte Kita-Jahr beitragsfrei für die Eltern. Eine wichtige sozialpolitische Leistung. Aber nicht nur das. Es werden auch mehr Erzieherinnen und Erzieher in den Kitas arbeiten. Und das zweite große Thema ist natürlich alles, was mit Schule zusammenhängt. Und als erstes kann ich feststellen, dass jeden Tag Unterricht stattfindet, dass Tausende von Lehrerinnen und Lehrern engagiert teilweise unter schwierigen Bedingungen Unterricht geben, die Kinder auch begeistert nach Hause gehen. Und dafür möchte ich Ihnen als erstes danken. Aber es ist wichtig, dass neben der Wertschätzung für die Lehrerinnen und Lehrer Ihnen auch Perspektiven aufgezeigt werden. Es braucht Veränderungen. Bei den vielen Veranstaltungen, die ich in den ersten 100 Tagen gemacht habe, Schulleiterforen, Besuchen bei Schulämtern, Besuchen in Schulen, Bürgerforen, wird immer wieder deutlich, Veränderungen sind gewünscht, sind gewollt. Es hat aber bisher an mutigen Entscheidungen gefehlt, diese Veränderungen auch umzusetzen. Und deswegen will ich ausgehend von den ersten 100 Tagen einen Thüringen-Plan Zukunftsschule erarbeiten, der dann verbindlich umgesetzt wird. Am Ende, bin ich der Überzeugung, muss man Schule vom Kind her denken und nicht vom Geld und nicht von der Verwaltung, sondern das Beste für die Kinder in Thüringen ist nur gut genug. In Schmalkalden hat jemand mir gesagt, Sie sind der 8. Minister. Und ich habe schon viele Reden gehört, aber alleine mir fehlt der Glauben, dass sich in der Bildungslandschaft in Thüringen was ändert. Dann habe ich ihm geantwortet, es gibt für mich drei Schritte. Der erste Schritt, ehrlich machen, das war der Beginn des Werkstattprozesses. Der zweite Schritt ist, einen Plan zu erarbeiten und der dritte Schritt ist, diesen verbindlich umzusetzen. Und deswegen sage ich einfach als Norddeutscher, nicht nur snacken, sondern machen. Und das ist genau das, was ich den Thüringinnen und Thüringern verspreche. Ich will das umsetzen, was also auch von mir erwartet wird. Ich wurde mal gefragt bei der Fülle der Themen, wo wollen Sie dann eigentlich anfangen? Also es gibt alle Themen sind gleich wichtig. Also wir haben Lehrermangel in bestimmten Fächern, wir haben Unterrichtsausfall, bei der Digitalisierung von Schulen kommen wir nicht richtig voran, weil auch wir auf den Bund warten mit seiner Entscheidung, der inklusive Unterricht muss weiter vorangetrieben werden und viele andere Dinge mehr. Aber die entscheidende Frage ist für mich, dass tatsächlich tagtäglich der Unterricht stattfinden kann und dass der Unterrichtsausfall minimiert wird. Das ist die höchste Priorität. Aber jetzt geht es erstmal darum, Sofortmaßnahmen und mittelfristige Maßnahmen einzuleiten, damit gute Schule stattfinden kann. Da geht es um die materiell-technische Ausstattung von Schulen. Und es geht aber auch darum, Lehrerinnen und Lehrer zu motivieren, eventuell auch umzusteigen, neue Fächer zu unterrichten, beziehungsweise Lehrerinnen und Lehrer auch in die ländlichen Gebiete zu holen, damit sie dort Unterricht geben können. Und dann geht es tatsächlich auch um Schulnetzplan. Aber es geht auch darum, wie die Schullandschaft in Thüringen in Zukunft aussieht. Und da sind wir mit den Landräten und den Oberbürgermeistern inzwischen in einem guten Diskurs. Also eine Reihe von Maßnahmen haben wir schon eingeleitet, wie beispielsweise die Nachqualifizierung von Seiteneinsteigern, die dann 2018 beginnt, wie eben auch eine erleichterte Einstellung, wie auch die Frage von Entfristung, wie auch beispielsweise Mehreinstellungen von Lehrerinnen und Lehrern 2018 und 2019. Also insgesamt werden es ja 2018 sogar 1200 Lehrerinnen und Lehrer, die eingestellt werden. Dazu gehören Entfristung und Neueinstellungen, also beides. Und 2019 setzt sich das entsprechend fort. Also es kommt mehr Personal in die Schule. Auf der anderen Seite haben wir aber auch einen hohen Altersdurchschnitt unter den Lehrerinnen und Lehrern. Das heißt, wir müssen kräftig werben für junge Lehrerinnen und Lehrer. Das heißt, wir müssen das Image verbessern. Wir müssen aber auch die Attraktivität des Bildungsstandortes Thüringen herausstellen und jungen Leuten sagen, es lohnt sich, nach Thüringen zu kommen. Und dazu gibt es entsprechende Maßnahmen. Ich möchte auch, dass diejenigen,
die MINT-Fächer, also Mathe, Physik, Chemie beispielsweise, studieren, Anreize bekommen, indem sie ein Stipendium bekommen, so ähnlich wie das mit den Ärzten, die aufs Land gehen, passiert. Und gerade auch diejenigen, die aufs Dorf gehen, sollen auch motiviert werden. Die können im Referendariat, im Vorbereitungsdienst beispielsweise schon Fahrtkosten ersetzt bekommen oder bei der Wohnungssuche unterstützt werden, beziehungsweise auch einen Mieterlass bekommen. Aber ich meine, Willkommenskultur bedeutet auch, dass die Gemeinde generell sagt, wir wollen dich hier haben, du willst vielleicht hier bauen, du willst hier eine Familie gründen, wir bieten dir billiges Bauland an. Oder die Gemeinde hat ein Haus, welches ja, kurz vorm Zusammenbruch steht und dass man jungen Leuten dieses anbietet, ihnen hilft, auch tatsächlich eine Existenz aufzubauen. Deswegen ist es so wichtig, Kontinuität zu wahren, weil auch junge Leute planen, privat, Familie, alles, was dazugehört. Und deswegen ist es also auch eine Frage von Sicherheit, kann ich an dieser Schule die nächsten 10, 20 Jahre auch tatsächlich bleiben und mich da entwickeln, aber auch tatsächlich mein privates Umfeld entwickeln. Also es gibt viele, viele Maßnahmen, die insgesamt dazu beitragen sollen, dass das Bildungsland Thüringen so attraktiv wird, dass Menschen sagen, Mensch, hier will ich bleiben, beziehungsweise da gehe ich hin, um Lehrerin und Lehrer zu werden. Es gibt ein Wort, welches in Thüringen sehr oft in den Mund genommen wird. Das ist Zukunft. Und wer über Zukunft redet, muss über die Kinder reden. Deswegen ist gute Kita, gute Schule nur gut genug für den Freistaat. Und ich möchte das Beste für Thüringen erreichen. Und dazu lade ich Sie ein. Machen Sie mit.